Unter dem Motto 50 Jahre, 50 Bäume haben die Garten- und Landschaftsbaufirmen von Volker Meyer-Hardig und Jens Gerdes in Jever, Thomas Husmann in Sande und Harm Dirk Wellmann gemeinsam mit Verbandsvizepräsident Bernhard Korpis eine Rotbuche im Schlosspark Jever gesetzt. Der Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Niedersachsen-Bremen besteht in diesem Jahr 50 Jahre. Die neue Rotbuche ersetzt eine gut 150 Jahre alte Rotbuche, die vor 2 Jahren umgefallen war.